Gut, gucken wir uns 3b an. Da will ich jetzt erstmal alle gegebenen Größen sammeln und dann vielleicht nochmal in die Skizze da drüben reinmalen. Und zwar haben wir haben eine Anzahl Zähne. Ich hätte jetzt am liebsten n genommen für eine Anzahl, aber n ist ja hier schon vergeben. Hier unten. Deswegen nehmen wir vielleicht ein großes n. Also Anzahl der Zähne ist 720. Was haben wir noch? Wir haben eine Strecke S von 8,633 Kilometer. Und wir haben eine Umlaufzeit Groß T vom Zahnrad von 0,076 Sekunden. T ist die Umlaufzeit des Zahnrads und den hat er bestimmt aus der Anzahl der Umdrehungen des Zahnrads pro Sekunde. Also aus N ist gleich Umdrehungen pro Sekunde. Und das waren die 12,6, aber die brauchen wir dann vielleicht nicht noch extra. Man kann vielleicht noch 12,61 durch Sekunde, könnte man natürlich auch Hertz schreiben. Gesuchte Größe ist die Lichtgeschwindigkeit c. Und wie gehen wir hier vor? Ja, erstmal die gleiche Formel. C ist gleich Delta S durch Delta T. Jetzt müssen wir uns aber noch genau überlegen, was Delta S und Delta T sind. Und zwar können wir schon mal für Delta S einsetzen, das ist zweimal die Strecke S, weil ja das Licht einmal hin muss und einmal zurück in der Zeit. Und deswegen eben zweimal die Strecke, ist klar. Also ist gleich 2S durch Delta T, wobei wir jetzt mit S genau das S aus dem gegeben suchen, meinen. So, was ist Delta T? Delta T ist die Zeit T, die unbekannt ist aus der Aufgabenstellung, die das Zahnrad braucht, um sich genau einen Zahn weiter, eine Zahnlücke weiterzudrehen. Also, wir müssen uns irgendwie vorstellen, wir haben hier die Zahnradzähne und davon gibt es 720. Und während der Zeit klein t, also ja, was ist die Zeit klein t? Ein ganzer Umlauf braucht t gleich 0, 0,76 Sekunden. Und wenn es jetzt 720 Zähne gibt, dann gibt es natürlich auch 720 Lücken. Das heißt, wir haben, wenn wir uns von hier weiter bewegen nach da, dann ist das ja nicht von Zahn zu Zahn, sondern von Lücke zu Zahn. Und dann haben wir eben nicht ein 720stel der Gesamtzeit, sondern die Hälfte davon. Also die Zeit t ist ein Teil von Groß T und zwar Groß T durch 2 mal n.
Ja, weil wir nämlich als Anzahl nicht nur die Zähne haben, sondern auch die Lücken. Das heißt, wir haben insgesamt hier 1440 solcher Sprünge pro Umdrehung. Und wenn wir jetzt einen Sprung machen, wie lange dauert das quasi? Das ist die Zeit klein t von 0,076 Sekunden durch 1440. Okay, das können wir hier drüben einsetzen. Also 2s durch Groß T durch 2n. Doppelbruch können wir auflösen. Das ist dann 2n wandert nach oben zu 2s. 2s mal 2n sind 4s mal n durch Groß T. Jetzt können wir alle Größen einsetzen. Da haben wir also 4 mal 8,633 Kilometer mal 720, und weil das eine Anzahl ist, gibt es da keine Einheit zu, genauso wie bei der 4, geteilt durch 0,079 Sekunden. Habe ich mich da vertan? Habe ich das oben auch schon falsch geschrieben? Ja. So, das kommt dann alles in den Taschenrechner. Und da kommt 300, ungefähr rund 300 oder 314. 1700 Kilometer pro Sekunde. Ja, die einzigen Einheiten, die wir hier noch haben, sind Kilometer und Sekunde. Da müssen wir nichts irgendwie kürzen oder betrachten. Das bleibt dann so stehen.